Ja, du warst doch der Vater jetzt, ne? Kam der hier wieder? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, da war irgendwas, ne? Aber jetzt will ich erstmal das mal kombinieren. War halt mal zwei Grüne. Genau, ist ja wurscht. Dann können wir den noch machen. Gar nichts. Kannst du dieses Schießpulver da nicht mit diesen Patronen mischen? Was nee. Du da hast, jetzt hochwertige Schießpulver? Nein. Achso. Ich glaube. Nee, das geht auch nicht. Nee, da brauchen wir schon okay. Zweites hochwertiges. Mist. Dann hätten wir wieder eine Pflanze. Okay, die Munition kann man nehmen. Da drüben lag auch noch. Halt! Recht still! Kendall, dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Da hängt ein Schlüssel. Wenn du zur Station willst, nimm den Schlüssel. Oh nein. Verdammte Arke. Am besten die Seitengasse, vorne beim Laden, okay? Ja, ja, okay. Ach, dann gehen wir doch erstmal hier hin. Oh, Gott sei Dank. Es ist fast alles hier umsonst mitgenommen von diesen ganzen. So viel braucht man auch nicht immer dabei haben. Warte, den muss ich mal eben hier hinsetzen. Das packen wir erstmal weg. Das auch. Okay. So, 5 Plätze frei. Einmal sprechen und dann einsammeln. Ich würde erst zusammen machen, einsammeln, dann speichern. Nee, ich mache speichern, einsammeln, speichern. Okay. Ja, so mein Plan. Hier ist nichts. Wollte ich doch sagen, da wird doch wohl noch was liegen. Ah. Eieiei. Eieiei. Lass noch einen Platz frei für die Schlüssel, ne? Genau. Und für die Pflanze. Was hast du da? Noch ein Stöhnen, ey. Das ist schon eine U18-Produktion. Da kam jetzt ordentlich Wind ins Mikro. Upsi. Nee, ich war's. Jetzt aber nicht mehr. Gut. Okay, ich glaube, jetzt haben wir. Jetzt war ich wieder doppelt gerade kurz. Jetzt geht's wieder. Okay. Okay. Das ist so, wenn man am Strand ist, wissen. Also, wir müssen.
komme ich hier eigentlich rein? Ja, aber du kannst lauschen. Aber Lauschen war, glaube ich, ein anderes Spiel, ne? Ja, ja, genau. So, welche Gasse war das jetzt? Unsere also Seitengasse, hier, hat er gesagt. Hier geht's ja eh nicht weiter. Nee. Also, wieder. Da drüben die, genau. Ganz ruhig. Achso. Du musst das da erst auf Seite ziehen. Ach nee, das ist ein Schloss. Ich muss ja das, dafür haben wir ja wohl die Schlüssel. Klang. Ah, ich wollte gerade sagen, ich traue dem nicht. Aua. Ach, das ist so nicht. Na, aber das scheiße. Von wann läufst du denn noch hier rum? Der Typ ist noch weg. Mach doch mal hier auf. Los, mach schon. Oh, oh. Hast du den Schuss geschossen? Sag mal. Voll in die Krone. Funktioniert aber, wenn er dem in die... Ja, irgendwie schon. Gar keine so schlechte Technik. Oh Mann. Erstmal die Eier, dann passt das schon. Die wird schon wieder irgendwas. Ah ja, können wir auch mal spülen. Echt, ey. Was? Was war das? Keine Ahnung. Ja. Ey, sag mal. War das aber, es geht aus. Wie das Knie so weggezuckt ist. Ja. Wie geht? Durch? Ja. Will ich da durch? Nee, du willst das hochgucken. Ja, ne? Genau. Raccoon Times, Leserbriefe. Guten Tag. Ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagsausflug mit den Kids in die Innenstadt ist. Und keiner der Läden da ist beliebter und wiegt schwerer auf den Geldbeutel der Eltern als Toy Uncle. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie werde nur mit einer Handvoll Schrauben da festgehalten und ich höre mich wieder doppelt. Und ab und zu. Seid ihr jetzt alle wieder da? Mhm. Das war so. Das war so. Ich hab jetzt eine ganze Menge Geräusche gemacht. Ich weiß, ja, auf. Ja, alles gut. So, sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits dreimal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollten wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert? Nee, sollen wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein. Wenn schon Köpfe rollen müssen, dann doch bitte der des Managers. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Timothy Wilds, 69. Déjà vu. Ja, das kann sein. Ja, Granatos. Was Granatos? Hm. Ja, das war's hier oben. Ja.
telefonieren hier? Natürlich. Ja, natürlich. Oh, ja klar. Ach, jetzt geht diese Scheiße los. Echt jetzt? Oh, pass auf, der ist ganz schön schnell wieder unterwegs, ey. Dass der aber auch einfach nicht kaputt zu kriegen ist, der Heini da. Ach. Achtung. Nee, das geht nicht. Hat sich doch jetzt quasi selber abgeschossen. Super, oh Gott. Komm doch mal näher, du Blödmann. Nee, das geht nicht. Chill, alles klar? Carlos, das Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot. Ich auch. Das war's, Minion. Tschüss. Ach doch nicht. Nee. Gut gebrauchen. Ja, ja, dann kann ich aber. Ich nehme erst die beiden Grünen. Ja. Wieso? Ey, dir geht's gut. Musst dir nicht den Bauch halten. Naja. Jetzt hat er Tag. Ich habe natürlich keinen Einfluss drauf. Hilft wahrscheinlich kein Traum. Noch da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch. Schon okay. Vertrau mir. Jetzt da hoch, ne? Ja. Da oben kommt er dann an, ne? Achso, jetzt fällt ja noch das Ding da runter, ne? Ja. Das ist verrückt. Naja, stimmt schon, da möchte ich nicht drunter liegen, wenn ich das nee. Ich denke noch was.
Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Ja, sowieso. Also, Friseur als ich. Dass wir jetzt alle auf die Stadt kommen. Ja, ist doch wahr. Dann bist du sicher. Wie der aussieht. Ja. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Was lachst du? Schreib auf. Ach so. Soll ich vorgehen? Musst du mal einen Ton sagen. Na gut. Ich bin ja um einiges mutiger als er. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Viel Abfahrt! Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Der hat doch nicht im Stick. Was war das? Sowas von, ey. So ist dieses Arschloch nicht tot! Nein! Lass es! Komm, hier lang! Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Oh, du Penner, ey! Boah, voll durch, ey! Runter von meinem Zug, Dreckskerl! Wie unangenehm. Mit dem Kopf angeschlagen, wie unangenehm. Das ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Genau. Uns kriegt man nicht so leicht. Echt, ey. Aber wirklich. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Ach so, jetzt bin ich ja Carlos. Ja, genau, jetzt muss ich ihn ja steuern. Mit Erwin Friedhof aus.